Ein Besuch im Söllringhof in den Dünen von Rantum ist ein berauschendes Fest für alle Sinne. Und Gastgeber Johannes King setzt auch in seiner offenen Landhausküche Maßstäbe. Aus marktfrischen Zutaten, aromatischen Gewürzen und duftenden Kräutern entstehen vor den Augen der Gäste kulinarische Kostbarkeiten. Ein Gastgeber nicht nur beim Sylter Gourmet Festival aus und mit Leidenschaft. So ist er, der King. Unkompliziert, lebensfroh, genusssüchtig. Ja, es sind viele schöne Dinge, die da einfach zusammenkommen. Und wenn ich das nicht von innen heraus wollte, dann würde ich diesen Job nicht machen, denn er erfordert sehr, sehr viele Stunden. Und nur wenn man es wirklich will, macht man das auch. Und dann kommt auch was Gutes bei raus. Sie sind Hoteldirektor, Küchenchef, Kreativer, Handwerker, von allem ein bisschen oder irgendwas, was überwiegt. Nein, in erster Linie leidenschaftlicher Koch. Das ist erstmal so das Grundgerüst. Und dann kommt leidenschaftlicher Gastgeber dazu. Also nicht nur Koch zu sein und kreativer Motor, sondern dann eben auch so gesamt organisieren, so dieses Wohlfühlsein über den Tellerrand hinaus eben auch zu organisieren und vor allem auch den Gästen zu bieten. Und deswegen, ich würde nicht sagen, es überwiegt etwas Besonderes, aber das Grundgerüst ist und bleibt das Kochen. Nehmen wir mal an, Sie würden in irgendeinem Hotel der Welt in einem aufzustehen. Sie haben gerade mal 2 Stockwerke Zeit und irgendjemand kennt Sie nicht. Und Sie wollen den davon überzeugen, bei mir musst du essen kommen. Was sagen Sie dem? Ja, erstmal, dass er nach Sylt muss, das ist das Allerwichtigste. Wenn er Sylt noch nicht kennt, ist schon mal genügend Gesprächsstoff da. Und dann natürlich die Produkte, die es auf Sylt gibt. Wenn man allein Krabben erklärt, ja, frische Krabben, die man poolen muss, ganz fein poolen muss, dass das eine köstliche Soße gibt, dann kann man den schon anstecken. Und das macht auch Vergnügen. Wir kriegen ja das meiste Feedback von den Gästen, weil die es ja miterlebt haben. Und unterschiedlicher könnte es auch gar nicht sein, denn hier Italien ist sehr bodenständig, woanders ist sehr modern, zum Beispiel das, was Christian Lohse macht, oder dann eben auch im Waltershof, was der Kollege aus Hamburg macht. Das ist sehr bodenständig dann wieder, aber deutsch und fein. Ich denke mal, dass das insgesamt auch beim Gourmet-Festival ausmacht, nicht eine Geschichte zu haben, die auf 5 Betriebe verbreitet wird, sondern dass man in 5 verschiedenen Betrieben 5 unterschiedliche Dinge, aber doch auf einem gleichmäßig hohen Niveau erleben kann. Wir haben da alle auch einen berechtigten Anspruch, nicht nur als Gastgeber, sondern auch für unsere Gäste, die dabei sind, sowohl die Gäste, die hier essen, als auch für unsere Gastwinzer und Gastköche, dass wir denen eine gute Organisation bieten, eine gute Plattform bieten und damit die Grundlage eigentlich schaffen, dass sie auch einen guten Job machen können. Italien kam auch für mich nur eine Dame in Frage, das war Elisabetta Foradori. Niemand anders, weil es eine ganz besondere Begegnung mit diesem Wein gegeben hat. Und umso schöner ist es natürlich, dass sie jetzt auch hier ist und dass sie, und das war das ganz Wichtige, dass sie ihre Lieblingsköche, und deswegen nicht einer, sondern gleich 3, die Entscheidung fiel sehr schwer, wer denn nun kommt, dass alle 3 gekommen sind. Und die aber beide sehr bodenständige, sehr traditionelle italienische Küche machen. Es gibt süße Mandeln mit Garnelen als Vorspeise. Dann gibt es eine spezielle Art von Spaghetti. Dann gibt es ein Graupenrisotto mit Salzini. Das sind so kleine salamiartige Würstchen. Und dann gibt es ein Trio von seiner Mama. Das ist eine Spezialität. Da gibt es Ochsenbacke, da gibt es Schweinebauch in Wirsing und da gibt es Fleischbällchen à la Villetta. Ich bin selber gespannt. Die Fleischbällchen dürfte ich schon probieren, den Rest noch nicht. Und zum Dessert gibt es einen Schokoladenfondant mit Rosenblüteneis. Und ich habe das ein oder andere schon probiert. Nicht schlecht.